Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem Vlog von uns. Wir sind gerade auf dem Weg zu unserem Wochenendeinkauf. Es ist Samstag und... Die Luisa muss immer sprechen. Aber die Luisa, hast du gehört, was sie gesagt hat? Mama, ich habe Hunger, ich will McDonald's essen. Weil wir nähern uns gerade unserem McDonald's, der bei uns hier in der Nähe ist. Und sie sieht das und will natürlich jetzt zu McDonald's. Schätze, wir gehen jetzt einkaufen. Wir können nicht zu McDonald's gehen. Vielleicht will die Mama zum Muttertag. Zu McDonald's? Wer weiß. Morgen ist nämlich Muttertag. Wir werden heute und morgen vloggen. Das heißt, es ist ein Zweitages-Vlog, meine Lieben. Luisa, wenn du brav mit einkaufst, gehen wir vielleicht nachher kurz zu McDonald's. Ich weiß nicht, ob es so anfängt. Nein. Was essen wir heute zu Mittag? Wenn wir da grillen. Achso, der Papa will grillen. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade auf dem Weg zu unserem Wochenendeinkauf. Unsere erste Station ist immer zum Spar, weil wir geben da immer unsere... Wie heißt? McDonald's. Lisa, gehen wir danach, okay? Okay. So. Auf jeden Fall sind wir... schon abgeschnallt, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Sei übernehme ich die Ecke, sie will. Schon gut angefangen. Sei übernehme jetzt mal kurz die Kamera. Wir haben schon die Sache mit McDonald's abgeklärt. Ja. Erste Station ist beim. Wir haben die Luisa einfach reingelegt. Erste Station ist beim Spar. Wir müssen das Lego abgeben und natürlich unsere Säfte kaufen. Ja. Denn wir kaufen immer die Säfte in der Glasflasche. Willst du den Schnurrbart haben? Ja. Siehst du? Okay, wir drehen auch ein Foodhaul? Schauen wir mal. Vielleicht doch nicht. Wir werden mal dann sehen, wie es zeitmäßig ausgeht. Wenn es sich ausgeht, werden wir dann ein Foodhaul drehen. Wenn nicht, dann tut uns leid. Ja, denn wir werden heute ein bisschen im Garten was machen. Also die Sandkiste muss ich zusammenbauen. Fertig, weil du hast ja schon angefangen. Aber ja. Der Sand ist noch nicht fertig. Sand ist noch nicht fertig, korrekt. Genau. Der Pate will wahrscheinlich grillen. Ja. Schau mal, vielleicht geht sie doch aus. Werden wir dann sehen. Ob wir wenig Leergut haben, weiß ich nicht. Also. Warum trägst du denn jetzt schon eine Maske? Von Leergut. Also. Wenn das Leergut kontaminiert ist, das mache ich. Ach so, ja, stimmt. Also ich glaube, wir trinken schon viel Wasser. Und Saft und Bier und Milch. Hier ist nur eine Packung. Wie lange haben wir das Leergut schon nicht mehr weggebracht? Schon länger, oder? 2 Wochen, glaube ich. Na, länger. Müll, keine Ahnung. Ah, ja. Hat auch mich überzeugt, ich möchte nämlich auch einen Cheeseburger. Dich überzeugt mich auch. Hat sie da? Ich nehme mir auch so einen Veggie Wrap. Echt? Ja, dann nehme ich mir auch was. Ein ganzes Menü, gell? Ich nehme mir einen Cheeseburger und einen Chickenburger. Ich dachte, du hast ein bisschen Hunger. Das schaut dir nach ein bisschen Hunger aus. Die Luisa hatte eine gute Idee. Ja, wenn du dir einen Wrap nimmst, der ist ja richtig sättigend. Bis wir nämlich grillen. Ja, du hast 2 Dinge. Ja und? Deins ist so groß wie meins. Ich habe aber auch einen Durstbrauch. Wollte ich nur mal wir gesagt haben. Haben. 5 Kisten Saft. Apfelsaft, Cola. Ich will aber von da. Mit Strohhalm. Das ist Geldverschwendung. Das ist nicht Geldverschwendung. Das ist nur ein kleiner Saft. Ich mag jetzt nicht extra die ganze große Glasflasche aufmachen. Aber ich bin auch sind eure Männer auch so anstrengend? Ich trinke auch. Du bist Gesundheit. So kleine Fläschchen. Das ist kein Glasfläschchen, das ist ein Becher. Was bestellt ihr heute davon? Eine ganze Kuh. Nee. Eine ganze Kuh in Brötchen, bitte. Gemeinsam können wir. Also, ich bestelle, weil ich kenne mich aus. Okay, brauche die Karte. Oh mein Gott. Grüß Gott, einen kurzen Moment, bitte. Jawohl.
Gott sei Dank. Mach schon. Immer Punkte sammeln, immer. Das ist nämlich wichtig, weil danach kriegt man dann gewisse Dinge gratis. Mhm. Aber nicht umsonst. Wie viele Punkte haben wir schon? 89? Wir könnten jetzt schon ein bisschen was für gratis. Nimm mein Rip. Geht das mein Rip? Na. Chicken Nuggets. Keine Ahnung, wo die Karte ist. Ich kenne mich mit der Banane aus. Ich mach schon. Ich kenne mich nicht aus. Du musst auf dieses My M drücken. Ach so, My M. Grüß Gott, bitte. Gib mal die Karte zum Scannen, ja? Bitte schön, geht. Hat's angenommen? Was, danke. Nimmst du einen Wrap? Ich möchte einen Veggie-Wrap. Schrei nicht. Fresh oder Salsa-Soße? Wie? Mit Fresh oder Salsa-Soße? Salsa-Soße oder Fresh? Na, Fresh. Ja? Danke. Dann mit Punkte ein Happy Meal. Mit Punkte ein Happy Meal, bitte. Mit Nuggets, oder? Ja. Sag alles. Mit Apfelsaft? Sour-Cream-Soße? Apfelsaft? Apfelsaft, ja. Wir sind jetzt alle am Mampfen. Wenn die anderen Kinder das wüssten, würden die uns killen. Killen. Also verratet jetzt nicht, ja? Quasi wir sind zu Hause und hier ist unterwegs. Was schießen das? Ja, genau. Mhm. Aber das ist ja nur eine Kleinigkeit. Ja. Und jetzt sind wir beim Hofer, unsere erste Station. Der Kleine schläft, deswegen habe ich ihn in der Babyschale drin gelassen. Der Papa ist noch nicht da. Papa schaut bei den Blumen, wie immer. Was macht der Papa hier? Kriege ich was vielleicht für Muttertag oder ist es für dich? Muttertag, aber ich lasse nichts mehr da. Schrott. Mist. Mama, gehen wir? Ja, wir gehen. Ich bin echt schon aufs Muttertagsfrühstück gespannt. Ich auch. Brezel? Ja, okay, nimm dir. Machst du Disco? Nö, keine Disco. Ja, nimm die Brezel. Ich will kein Disco. Was machst du? Meinen Finger angezwickt. Eingezwickt? Ja. Nimm dir, wenn du das isst. Isst sie Pombeer? Chips? Ja. Aber das sind gar nicht gut. Die Grünen sind nicht gut? Die Grünen sind nicht gut. Schau mal, das ist gut. Das ist gut? Ja. Und das ist auch gut. Und das ist auch gut. Ah, wirklich. Na gut, meine Lieben, wir werden uns jetzt mal hier. Komm gleich da. Um das Einkaufen konzentrieren. Ja, weil wir sind ja schon verstreut wie Sau. Wir haben uns extra Listen geschrieben. Wir haben im Thermomix aus der Cookie-Do-App. Wollt ihr sehen, wie unsere Liste aussieht? Aber dafür haben wir die Woche durchgeplant. Normalerweise sind wir nicht so organisatorisch. Und, warte kurz. Ich habe mich vertan. Ja. 1, 2, 3. So ein Foto zu drehen, da glaube ich, da ist viel zu lang. Na, so findest du das? Kommt dir nur so vor. Wir haben schon Chip. Hör auf, du Chipmaus. Wir sind jetzt mit Einkauf endlich fertig. Wir sind aus dem Hof heraus. Der Einkaufswagen ist randvoll. Aber wenn ihr wissen wollt, was wir heute alles eingekauft haben, müsst ihr das nächste Video anschauen, denn das nächste Video ist ein Foodhaul. Und ja, ich muss jetzt alles schnell einräumen, weil wir haben noch heute einiges vor. Und ja, die Zeit ist sehr kostbar. Wir sind wieder zu Hause und wir bereiten uns jetzt für den Food Hall vor. Wo ist das Stativ? Hier. Ja. Deswegen haben wir jetzt alles reingebracht, sogar die Getränke. Weil normalerweise lassen wir die Getränke direkt schon draußen. Das ist nämlich wegen dem Food Hall. Ja, wir drehen den jetzt schnell. So, meine Lieben, Food Hall haben wir jetzt gedreht. Und der Papa ist jetzt auch schon draußen im Garten und hackt Holz nicht mehr hin, so die ganze Zeit, weil wir wollen ja jetzt grillen. Und ich bin jetzt noch ein bisschen mit dem Kleinen im Haus geblieben. Kurzen Schockmoment, ich habe jetzt nämlich von dem Welpen diese blöde Zecke runtergenommen. Die hat sich nicht reingebissen. So, geh mal schnell wegschmeißen. Nein, weil die Goldi geht ja Gassi. Und da bringt sie halt so diverse Zecken mit. Aber die Goldi hat ja so ein Zeckenmittel. Das heißt, die beißen sich nicht fest an ihr. Und ich hoffe, dass das irgendwie auf die Welpen übergeht. Weil ich weiß nicht, ab wann die dann diese Zecken mit. So, ich gebe mal jetzt kurz schnell die Zecke wegschmeißen, weil das ist so ekelhaft. Ich sag's, ich hasse Zecken. Ich finde nichts ekelhafter als Zecken und Fliegen. Also ich habe nichts gegen Insekten, aber Zecken. Ja, Gott sei Dank noch gesehen. Hier schlafen sie, die kleine Mäuse. Schaut mal. Ich liebe die so alle. So groß sind die geworden. Das ist ein Wahnsinn, oder? Guckt euch mal an, wie riesig. Und die sind alle recht groß geworden. Jetzt haben alle nachgeholt, weil am Anfang war ja nur das riesig und das. Unser Baby hier, das ist ja unser kleine Maus.
Ja. Sie bellen schon im Traum. Und hier ist mein Welpe. Hier ist meine Maus. Hallo Mausi. Und letztens habe ich eine Frage in den Kommentaren gelesen, welche Augenfarbe der Kleine hat. Ich glaube, das kann man doch recht gut erkennen, dass das ein schönes Blau ist. Gell? Wie der Papa heißt, du blaue Augen. Ja. Ja. Schauen wir mal, aber ich glaube, diese blauen Augen bleiben. Nee, gell? Die bleiben die. So, jetzt ist das Essen fertig. Oh Gott, eine Fliege! Und hier ist der Kleine. Nicht eintauchen, weil er muss so mit dem Gesicht im Schatten sein. Sonst ist er ja ganz mit dem Gesicht im Hoch. Und alle sind jetzt da. Schaut mal. Fifi, Sophie. Hast du Knoblauchbrot gekriegt? Ja. Lecker. Ja, Knoblauch. Das ist lecker. Probier mal, Laura. Laura ist ein Vampir. Ich mag keinen Knoblauch. Seid ihr da mal gegessen? Und jetzt essen plötzlich alle Kinder das. Für euch haben wir Hühnerfleisch gekauft. Hühnerfleisch. So, meine Lieben, wie man sieht, ich bin jetzt alleine im Garten. Die ganze Bande ist im Haus. Der Patrick hat einen Freund bei sich eingeladen und zocken gerade. Und ich habe mir was zum Naschen geholt. Das haben wir heute von Hofer gekauft. Das ist mir wirklich sehr gut mit Kokosfüllung. Ich liebe Kokos. Ich werde das jetzt fertig essen und danach werde ich die Sandkiste fertig machen. Die Sandkiste ist dort. Ich habe sie schon vorige Woche zusammengebaut, aber leider ich bin nicht dazu gekommen, dort zu platzieren, wo es hingehört, weil ich habe sie davor mit Lasur gestrichen und ja, die Woche war ziemlich stressig. Ich bin nicht dazu gekommen, aber nachdem ich das gegessen habe, werde ich gleich machen. Die Sandkiste ist jetzt fertig. Ich glaube, etwas Sand müssen wir trotzdem nachfüllen, weil es ist zwar Sand drinnen, aber noch immer zu wenig. So, meine Lieben, es ist schon ein bisschen dunkel. Ich werde jetzt ins Haus gehen, denn ich werde jetzt heute mit Lara und Luisa ein Video noch drehen. Und zwar für morgen werden wir gemeinsam eine Torte für Muttertag backen. Und das muss noch jetzt passieren, weil wenn es zu spät ist, sind die Kinder dann raunzig. Entschuldigung. Und ein Video zu drehen, dann ist das fast unmöglich. Deswegen muss ich ins Haus gehen. Aber wir sehen uns dann morgen. Guten Morgen, meine Lieben, zum Muttertag und alles Gute zum alle Mütter auf dieser Welt. Oh. Das ist die Mama mit der ganzen Bande. Der Mama hat ein super Frühstück gemacht. Schaut auch nicht schlecht aus. Zeig mal deinen Kuchen mal. Das ist der beste Kuchen, den du je gemacht hast, oder? Ja, warte kurz. Und der schmeckt auch köstlich. Und der Kuchen schaut dann so aus. Es ist ein Blumenkasten. Den werden wir aber, ich glaube, jetzt beim Frühstück nicht verspeisen, oder? Okay. Schau mal, für wow. Dich. Oh, schau mal, meine. Oh, ich krieg schon die ersten Geschenke ausgepackt. Warte kurz, wer hat das nach oben hingelegt? Ich nicht. Nimm sie runter. Luisa, warte, ich soll keinen Schaum? Mhm. Die Mama kriegt schon die Geschenke, die Kinder können nicht mehr abwarten. Hast du das gemacht? Mhm. Ich hab für ihr das Herz gemacht. Ich hab für Luisa das Herz gemacht. Oh, wirklich? Das ist aber. Was steht drauf? Was steht drauf? Da. Das ist ein Lied. Also, ein Lied für Mama. Du bist so schön, du bist so toll. Als Mama bist du wundervoll. Du bist. Komm, Mama, sei mutig. Ich muss die Mama weinen.
Ja. Du bist immer für mich da. So bist du auch mein Vater, sagt Mama. Darum rufe ich laut vorher, ohne dich, da möchte ich gar nicht sein. Du bist immer für mich da, darum rufe ich laut vorher, ohne dich, da fühle ich mich allein. Alle Leute sollen es wissen, Mama, du bist zum Küssen. Oh, hör gut zu, mein Schatz, ich bist nur du. Jetzt mein Mädchen. Okay. Mach mal auf. Gemüse und Äpfel. Oh, und Video machen. Und Hunde. Und Hundewelpen. Und eine Katze. Sie mag nicht mit meinem Papa schimpfen. Was? Sie mag nicht mit meinem Papa schimpfen. Oh. Oh, muss ich manchmal die Mama mit Papa schimpfen? Ja. Weil sie weiß, dass sie dann traurig bin. Das ist das Geschenk von deiner Geschenke. Oder ist dann abgegangen? Ja. Nein, du kannst es auch aufheben. Lara, wir haben eh. Also, das ist jetzt, ich hab's schön. Wir haben Heißklebepistole zu Hause. Mhm. Hat's wirklich schön. Was hast du bekommen? Wow. Die beste Mama. Oh, oh mein Gott. Dann liegt das hier auch. Oh, Seife. Da ist auch Seife. Da habe ich nicht und nicht gemalt, Mama. Das ist auch Seife, oder? Ja. Oh, sie hat uns zwei gemalt. Oh. Oh. Hab ich Mama und Lara gemalt. Das hat die Lisa gemalt. Die Lara hat Mama und Lara geschrieben. Mama und Lara, ja, kann sie. Mama, habe ich ein Pferd gemalt. Sehr gut. Zeig mal nochmal. Sie hat ein Pferd gemalt. Du musst es singen, Lara. Lara muss lesen. Katz. Ja, zeit. Alle moeten mitzingen. Alle moeten mitzingen, oké. Brauch den anderen Titel, man. Ja, maar ik ben eerste. Brauchst du den Text? Da brauch ich den Text. Du brauchst nicht den Text. Oké, hi. Eins, zwei, drei. Du bist so schön. Du bist so toll. Auf Mama bist du. Wunderschön. Du bist immer für mich da, da schrie ich laut, hurra! Ohne dich, da möchte ich gar nicht sein. Oh, komm her. Es ist wirklich zum Weinen mit uns. Essen wir Kuchen? Weil der Party hat noch nicht gegeben. Der Party hat dir selbst gemacht. Das soll aufkehren mit 10 Jahren, Patrick. Ich kann nur lebenslange Versklavung im Haus. Was?
lebenslange Versklavung. Das heißt, wenn du mal woanders wohnst, bei einem kleinen Haus, kommst du dann zu und so, aber ich habe noch einen Gutschein, ja, Geschirrspüler. Ich habe noch einen Gutschein. Wir werden jetzt den Muttertag genießen und ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!